Mahlzeit, Leute, und zurück bei Fischers Gold. So, heute mit dabei ist Alfred. Und wenn man mit Alfred angeln geht, nee, das endet immer in einer Katastrophe. Das sind stimmt immer Pfützen und ausgetrocknete Löcher. Around angeln sagst du. Ja. Gut, wir haben alles mit. Ultraleicht, schwere Spinnrute, Posenmontage. Gucken wir einfach mal, was passiert. Und wir sehen uns gleich am Wasser. So, was habe ich gesagt? Wir sind gleich da. Und was ist das Ergebnis? Ein kleiner Teich. Fischreich ist das. Fischreich. Na, gucken wir mal, was du jetzt daraus ziehst. Zander. So, angekommen, ja. Hier an Alfred See. Na? See. Da sind die Fische, kannst du gleich. Ja. Da. Ist mehr als Wasserflöhe sehe ich ja nicht, aber gut. Na, tun wir dir mal den Gefallen und hauen mal Köder durch, wa? Das sage ich nämlich auch. So. Riesensee Nummer 2. Mal rechts, einmal links. Und dann geht's los. Das ist doch hier eine Einrichtung für Angler, oder nicht? Ja, ne? Weiter. Ja. Sehen, was du gesehen hast. Großer Wasserfloh oder so. Na, aber was für ein Brummer. Ein kleiner Barsch. Was am Teich? Hast du was gefangen? Ja, zwei Zander haben wir rausgeholt. Das hast du gar nicht gesehen. Ein kleiner Barsch haben wir jetzt hier in dem Gartenteich gefangen. So, und jetzt gehen wir nochmal an den See. Gucken wir mal, was wir da Schönes finden. Bei Alfred tut sich was. Petri. Petri, Dank. Thank you.
Meister. Den aus Fischenstand, wie läuft's? Gut. Lass gleich sehen. Wir haben jetzt einen Sonnenbarsch, ein Hecht. Eine zweite Hechtattacke nicht verwerten können, weil hier der hat rumgebrüllt. Hey, du hast geträumt. Und ich habe geträumt. Ja. Ja, mal gucken, wir warten mal, bis die Sonne ein bisschen weiter oben steht. Die steht noch ziemlich weit oben, noch ziemlich warm. Ich denke mal, dass in den Abendstunden noch was gehen wird. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ja, live bis. Ach nö, oder? Oh ey, das zweite Mal jetzt. Gerade alle beide Trillinge gewechselt. Wo bleibt bloß der Karpfen, den du gejagt hast? Nee, das war echt ein Problem. Nee, zum Kotten. Das ist doch schuld, Alfred. Naja, da habe ich heute schon wieder 5 gefangen. Jedes Mal, wenn du echt beißt, legst du mich gerade ab. Jedes Mal dafür. Ach nö, ach Gott, ein Babyhecht. Ein Babyhecht. Ein Wahnsinnsbrummer von Hecht. Ja. Und jetzt schon dann. Auf Wiedersehen. Ja, meine Angel ist ja leider zerbrochen bei einem Riesenhecht. Warum zerbrichst du deine Angel? Ist das jetzt modern? Naja, wenn da ein großer Fisch dran ist. Ein großer Fisch. Jetzt mal noch ein paar Filmdinger. Oh. Ich hätte die scheiß Mücken, die sitzen schon auf der Kamera. Hau ab! Jetzt geht's aber los hier. So, na ja, los, komm. Noch immer, ja. Immer noch. Aber was. So, Leute, jetzt machen wir Feierabend, würde ich sagen. Ne? Genau. Der erste Teich war ja nicht so pralle. Da hatten wir erstmal nur einen kleinen Barsch. Und ja, dann hatten wir aber noch einen Spot gewechselt und hier haben sich die Fische regelrecht gestapelt heute. Also, ich weiß gar nicht mehr. Wir haben jetzt, erst hast du einen Hecht gefangen. Ja. Dann habe ich einen gefangen. Dann hatten wir noch mal eine Attacke und ich glaube noch eine, also 3 Attacken noch, also es war alles an einer Stelle. Das war auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, schön, jetzt kommt ein Schrauber einmal voll. Größer. Ja, nicht mal in Ruhe für den Kamerad. So, ja, du hast denn noch einmal volle Sennenbarsche gemacht. Ja. Die hast du dir heute auf der Butterbär gemacht. Ja, mit Salz und ein bisschen Pfeffer. Das wollte ich auch machen. Ja. Ansonsten war okay. Würde ich sagen, kann man nochmal wiederholen. Kann man machen. Beim nächsten Mal sehen wir uns. Macht's gut.